an, weil jetzt ist die Mikroquali wieder unten. Okay. Das ist unpraktisch. Ist mal einen neuen Call annehmen zu müssen. Okay. Ja, wieder besser. Jo. Ich weiß aber nicht, wieso das bei dir da ist. Also das ist eigenartig. Ja, ich weiß auch nicht. Immer so nach 20 Minuten wird's richtig... Richtig... Hey, schon. Also ich sehe es ja an meinem Trailer, Kanaltrailer, dass 15 seit dem Stream-Anfang auf meinem Kanal waren, wo mich noch nicht gekannt haben. Meine Yu-Gi-Oh!-Story. Twitch.tv/ShadowSong. Das kann doch nicht wahr sein. Ich krieg nichts. Also du hast da wirklich schon richtig Pech, das... Ja. Schon sehr gemein. Oh, Totenkopfdrache. Warum kannst du mir sowas nicht geben? Bei meinem ersten Sieg heute habe ich einfach mal nur einen verfickten, blöden Zombie-Ritter bekommen. Ja, also... Na, du bist echt... Naja... Boah, es ist schon übel. 3-2. Dass halt niemand dabei ist, wie Vivi oder so. Ja, wieso? Ich meine, in den Streams, wo ich bis jetzt gesehen habe, war halt immer Vivi dabei, zumindest. Vivi ist oft dabei. Allgemein sind Kammer-Konfirmierte dabei. Blauflamme sucht die. Oh. Er könnte mir auch sowas mal wie Schattenzauber oder so geben, aber nö. Hab was ist denn Schattenzauber? Alle Monster, egal was, ist wie Raigeki, nur es schwächt einfach alle deine Monster um 1000. Oha. Jetzt hat er auch noch eine Falle, das heißt, mein Meteor-B-Drache wird da jetzt keine lange Zeit auf dem Feld bleiben können. Wenn er überhaupt rauskommt. Aber ich werde mal gucken, vielleicht kann ich seine Karte irgendwie triggern. Hier ist gerade eine Frage im Chat, wie viele Stunden Farming hast du jetzt insgesamt zusammen, also offscreen und on? Ja, Crush-Karte auch noch, komm, ist gut! Oh. Nö, da kann ich jetzt auch wieder gegen die Wand fahren, das ist Bullshit, ist das. Ich hab keine Ahnung wie lange. Zu viel. Viel zu viel. Ich häng hier viel zu lange schon an dem Scheiß. Und es kommt nicht voran. Ich krieg keine guten Karten. Wenn man jetzt noch die ganzen Stunden zuzieht, die ich offscreen gemacht habe, ey. Heilige Scheiße. Die Größe dieser Verschwendung, die könnt ihr gar nicht sehen. Ja gut, das ist... Wenn auch nur eine gute Karte immer mal dabei gewesen wäre, aber ich habe teilweise 2-3 Stunden gegrindet und es ist nichts passiert. Oder guckt euch den Bullshit schon wieder an, ich kriege hier Müll. Meine Hand besteht aus Müll. Es sind viel zu viele. Also grinden mindestens... Insgesamt schon mindestens 20. Ja gut, also wenn du bald schon taglang durchgegrindet hast, ist es schon sehr ordentlich. Meteor-B-Drache, ja. Weißt du was, Digga, friss Raigeki, ich hab so die Schnauze voll von dir. Na, probier's doch mit gegen andere, dann hast du wenigstens ein bisschen Gewinn. Ja, nur es bringt dir ja nichts, wenn ich dann auch nur Müll krieg. Ja, aber gegen Heishin bekommst du gar nichts. Ja schon, wenn ich denn mal gewinnen würde, was nicht der Fall ist. Tschüss Meteordrache. Du Arsch. Ja, super. Digga, es hilft mir nicht, wenn du mir jetzt sagst, dass da jemand anders derbes Glück hatte. Das ist, als würdest du zu jemandem hingehen, dem gerade seine Freundin betrogen hat und du sagst so, guck mal, mit wem ich zusammen bin.
Und dann steht deine Ex vor dir. So in etwa ist das. Sorry, aber so ist das für mich. Wenn dann du irgendwie ankommst, so, ich hatte da voll Glück, dass voll 30 Meteor-B-Drachen hintereinander. Dann bist du quasi die Ex, die mit meinem besten Freund auf einmal vor mir steht. Nur mal so. Um das Ganze mal bildlich zu verdeutlichen. Ja, das ist schon. Die Gravas Fanpage hat inzwischen 66 Likes. Wow. Das kann ich immer noch nicht glauben überhaupt. Das kann ich immer noch nicht glauben so. Motte, piss off. Meine Fresse. Was kommt jetzt? Schattenzauber? Irgendwas? Crush Card? Nee. Ach, fuck off. So. YOLO-Modus. Ja, es gibt eine Gravas-Fanpage auf Facebook. Einfach mal Gravas eingeben. Ja, ist, ja, eine Gravas-Fanpage. Ich find's richtig immer noch geil. Geile Aktion. Ich find's immer noch geil. So. Sogen. Hashtag Sogen. Ich hab keinen Bock mehr auf den Wiesenmagier. Ich kenn sein Deck auswendig. Ich kenn sein Deck in- und auswendig. Eine Feuerschildkröte. Okay, fuck this. Ja, okay, stimmt schon, da hat einer geschrieben, du bist zwar pissig, aber probier trotzdem lieber den Wiesenmagier, dann kriegst du wenigstens Sternchips. Ich kenn sein Deck auswendig. Wie viele Sternchips hast du momentan? Ich hab keine Ahnung. Zu viele. Nee, so viele können's nicht sein. Achso, ja. Allzu viele können's nicht sein. Beim letzten League of Legends Stream hatte ich nicht keinen Bock mehr, aber meine Framerate hat sich selbst zerschossen. Deswegen musste ich ausmachen. Weil ich selber nicht mehr spielen konnte, deswegen. Hier fragt einer, was Rotauge und Schädelritter gibt. Gar nichts, oder? Gar nichts. Hab ich mal ausprobiert, bringt gar nichts. Großmagier der Wiesen droppt, glaube ich, nicht mal so gute Sachen. Nö. Der hat nur ein Torwächter und um an dem vorbeizukommen brauche ich Meteor-B-Drache. Play Sogen and get all the bitches. I play Sogen and get all the bitches. Hallo Sual Konin 10. Ich spare auch für Zauberkarten, ich habe ja keine andere Wahl. Ich krieg ja keine. Vielleicht ja nochmal Raigeki oder so. Raigeki wird auch sehr viel sein. Zombie-Krieger. Bergmagier. Magier der Berge. Warum nicht? Ich probiere gleich mal aus, ob es in dem Spiel die Karte Fusion gibt. Das wäre mal interessant. Die Karte Fusion gibt es hier nicht. Zombie-Krieger. Oh, wenn der Typ so cool ist und jetzt gleich Berg spielt, hat mein Meteor-B-Drache einfach mal 4000 Punkte. Wie geil, er spielt Berg. Einfach mal 4000. Wow. Der afroamerikanische Zauberer hat das Duell entschieden. Oh ja. Sorry, Rotauge, du musst mal für einen Doppelköpfigen herhalten. Der muss Deck... Sag mir das doch gleich, dass ich den Penner hier Deck tot gehen lassen muss. Das ist mir zu langweilig. Was? Für was muss der Deck tot gehen? Der Typ hier, der Berg-Heini. Oh, warum wollen wir mal alle Jiraigumo andrehen? Jiraigumo ist mittlerweile mehr als nur wertlos geworden. Ja, weil der halt am Anfang eine Alone-Karte mit 2-2 ist. Ja, zu Anfang kannst du das, aber mittlerweile ist der Müll.
Ja, wie viel kostet? Der wird doch auch viel kosten, oder? Nee, also man schreibt, der soll wenig kosten angeblich. Aber trotzdem, was soll ich mit einem 2-1er Monster, was mittlerweile... Ja, und vor allem, was willst du mit einem Insekt? Das finde ich so mit Reptil das Schlimmste, was es gibt. Übrigens, ich habe den Wiesen-Heini bei 200 Mal tot geprügelt. Eine magische Lampe. Oh, fucking ra. Kennt ihr Jaden aus dem Anime natürlich? Ich brauche Jiragumo definitiv nicht. Da bin ich mir so ziemlich sicher, dass ich den nicht brauche. Du kannst aus der magischen Lampe den Herr der Lampe machen. Das ist der Typ mit dem Schnauzer. Das ist der Typ, der mir am Arsch vorbeiging. Ach ja, Gaia Standalone gegen Wiesentypen rockt alles. Ist von ihm nicht zu besiegen im Grunde. Ah, Sogen. Sogen. Get all the bitches. Hier fragt mich gerade einer, welches Deck ich benutze. Ich habe ein Drachendeck mir selber aufgebaut und das ist eigentlich recht gut. Damit gewinne ich gegen recht viele Decks, aber... dann habe ich noch ein Elementalen-Deck und das ist eigentlich auch recht gut. Also Elementalhelden und Drachen. Ich habe gerade wirklich gedacht, der Penner hat jetzt hier sein Millennium-Schild-Deck. Nur mich zu nerven. Spiegelkraft gibt's in dem Spiel nicht. Nee. Ich hab grad vorhin geguckt. Noch ein Single-Meteor-B-Drache. Ich brauche keinen einzelnen Meteor-Drachen mehr. Davon habe ich schon zwei. Keep on farming, farming, farming. Ja, Heat, ich weiß. Ich mache hier meinen Job und ihr macht euren Job als Zuschauer im Grunde. Und ich mache meinen Job. Boah, ich bin gerade übel erschrocken. Ich habe gerade bei dir gelesen, dass du einen Meteordrachen bekommen hast. Ich habe einen Meteordrachen bekommen, aber kann da nicht noch ein B drin sein? Das hätte ich gefeiert. So das hätte ich gefeiert, aber nur ein Meteordrachen. Naja, besser als ein Metalldrache, oder? Sag mal, du hast eigentlich jetzt gerade schon mal auf deinen Kanal geguckt, ob sich schon irgendwelche neuen Leute zu dir gesellt haben? Jetzt in der Zeit? Muss ich mal schauen. Nur mal so, ihr solltet mal bei ihm vorbeigucken. Definitiv. Solltet ihr unbedingt tun. Wenn nicht, kriegt ihr keinen Sogen. So viel ist man sicher. Oh. Nee, hat sich noch nichts getan. Also Leute. Also jetzt mal ehrlich, also. Das ist aber nicht die feine englische Art. Ich glaube, du solltest deinen Kanal mal in den Chat posten. Nightbot, oder? Scheiße, das stimmt. Dann schick ich mir mal in Skype, dann kopiere ich ihn, dann schick ich den, Leute mit Dings können Dinger posten. Ja, ich laber. Leute mit Dings können Dinger posten? Aha. Oh. Ja, da wollte nämlich jemand tun und hat nicht, weil ist so. Nee, der hat einfach in Caps geschrieben. Oder so. So, warte, ich hoffe, ich krieg das gerade hin und krieg den Link, so. Nein, das ist definitiv nicht Stampus. Weit verfehlt, mein Freund. Weit verfehlt. Das ist definitiv nicht Stampus. Definitely not. Zwei Abonnenten mehr. Definitely not Stampus. Hier ist was ins Bild gerutscht. Was? Ach so, Skype. Ja, oh. Zeitverzögerung und so. Oh, scheiße. Oder auch nicht, ist egal. Boah. Kriegst den nächsten Skin. Definitely not Stumpy. Okay. Schwacher Magier. Hast du eigentlich schon Meteor B-Drachen in 3D-Modus gezeigt? Ja, hatte ich mal. Oh, der ist so süß. Der ist so süß! In irgendeiner Folge hatte ich das mal gehabt. Sah cool aus.
Jinzo 7, hab ich auch mittlerweile schon zigtausend Mal bekommen. Normalen Jinzo gibt's da nicht, ist eine meiner Lieblingskarten. Ich hasse Jinzo. Ich find ihn geil. Ich find's geil. Mag Fisch. Ich mag Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Oh. So ein Scheiß, das ist ein Kackblatt. Naja, mal gucken. Road to 200 Siege. Ich glaube, 200 kriege ich heute noch hin. Das ist ja nicht mehr viel, 5 Spiele oder 6 Spiele. Ne? Vielleicht gibt er mir dann ja noch mal ein. Skillcheck, mir kommt sagte er mit einem geringen Funken an Hoffnung. Es kann sehr gut sein. Da, also ich weiß, glaube ich, woher mein Bild dir bekannt vorkommt. Greed LP hat nämlich das gleiche Bild, nur anders. Anders im Hintergrund. Ich habe das anders gemacht wie er, aber ich finde den Yugi mit zurückgegelten Haaren auch geil. Deshalb habe ich den auch genommen. Okay. Dankeschön. Dankeschön, Daka, ja. Das war auch sau viel Arbeit, obwohl es nicht so viel aussieht. Och. Sag mal so, viele, viele haben auch in meinem letzten LOL-Part gesagt, also nicht viele, aber ich habe das mal irgendwo gelesen, dass sie meinten, dass im Ende nicht so viel Arbeit drin gesteckt habt, aber habe ich ins Ende irgendwie am meisten gesteckt, weil doof und so. Ja, ich bin abgenervt, bin ich ganz ehrlich. Da möchte ich mich auch nicht verstellen, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin momentan wirklich genervt vom Grinden. Deswegen habe ich mir in letzter Zeit auch erstmal eine Pause von gegönnt. Und weil ich halt momentan oben ziemlich viel mit der Wohnung renovieren muss. Deswegen, ja. Ist momentan alles nicht so optimal. Aber ich glaube, ich nehme demnächst einfach mal einen Part auf. Vielleicht komme ich morgen dazu. Wo ich das Finale einfach mal versuche. Einfach mal YOLO gehen und dann hoffen. Bliss Rock Plays schreibt gerade das, was ich mir die ganze Zeit denke. Ich bin mal auf seine Reaktion gespannt, wenn Shadow endlich bekommt, was er will. Ja, eine Karte, die tatsächlich was auf dem Kasten hat. Ich suche heute Abend mal den Part raus. Ich habe es nämlich nicht gesehen, wo du deinen ersten Meteor-B-Drachen bekommen hast. Wie dann deine Reaktion war. Den wirst du nicht finden, weil Meteor-B-Drachen habe ich offscreen bekommen. Offline. Ah. Das war mein Offscreen, ja. Oh, wäre ich da gern dabei gewesen. Noch ein normaler Meteordrachen, Digga! das mit meiner Wohnung wird noch ein bisschen dauern. Bin ich ganz ehrlich, da möchte ich nicht lügen, das wird noch dauern. Wobei, ich könnte Meteordrachen durch ein anderes Drachenmonster austauschen. Donnerdrachen kann ich schließlich auch daraus machen. Metalldrache oder so kannst du raustun. Ja, eben. Also mittlerweile ist mir... Ja, solche Sachen. Zombie-Drache kann ja erst rausnehmen. Mhm. Ich bräuchte nur noch mal ein Rotaugen. Ja, Journal 2. Ja, den werde ich demnächst wahrscheinlich offscreen noch mal nerven. Einfach, um ihn zu nerven. So, bitte lass da jetzt kein Links drin sein. Statt YOLO einfach mal Jono gehen. Statt YOLO einfach mal Jono gehen. Den finde ich gut. Ist eigentlich Sergeant Knödel wieder dabei? Ja, Sergeant Knödel, ich weiß nicht, ob Sergeant Knödel da ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nee, leider nicht. Sergeant Knödel ist heute nicht da. Oh, ich fand das so geil. Natürlich ist der Wiesenfreak hässlich. Die sind da drin alle hässlich. Nerv, nerv, nö. Warte mal, du bist... Ach, shit. Natürlich bist du nicht stark genug.
Rache des Schwertjägers, den finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich finde ihn cool, ja. Aber bringt mir der wenig. Sieht vor allem im Anime badass aus. Übel badass. Übel badass, übel. Mhm. Oh, boah, come on! Kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Der Chip. Darf ich ganz kurz jemanden grüßen? Ja, klar. Crow. Hi. Einfach hi. Er hat gesagt, wenn ich da mitstreamen darf, dann soll ich hi sagen. Jetzt wird's ein langweiliges Duell. Oh. Warum? Jetzt hat er Sogen gespielt. Jetzt kriege ich erst recht nicht den Scheiß da tot. Der afroamerikanische Magier ist wieder auf Vernichtungstour. Ja, er ist wieder am Ausrasten. Das wird jetzt dauern. Weil der Arsch natürlich auch im allerersten Zug sein fucking Millennium-Schild spielt, ne? Und das mit Deck tot wird auch nicht so ganz, was ich da sehe. Nö, das versuche ich gar nicht erst. Das ist jetzt im Grunde verschwendete Zeit. Ja. Ein doppelköpfigen Donnerdrachen direkt als Karte. Du, ich krieg den doppelköpfigen fast immer aufs Feld, weil ich irgendwie immer was ziehe, wie ich das rauskriege. Also von daher. Quasi so wie Gravas, Grüher. Es ist wie Gravas. In jedem Zug kriegt er Gravas aufs Feld. Das war so geil. Irgendwie, oh, ja. Oh Gott. Flammender Phönix, das ist eigentlich eine meiner Hauptfusionen bei mir. Freigeki, so. Geht doch. Bam, 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 bam. Arschloch. So. Überfahren. Und nochmal versuchen. Das wird nichts Gutes geben, das kann ich garantieren. Das gibt jetzt ein Ding. Meteor B. Ich habe einen rechten Arm der Exodia bekommen. Geil! Moment, habe ich jetzt zweimal den rechten Arm? Ich glaube schon. Warte mal. Wetten wir, die einzelnen Teile würden auch 999999 kosten. Ja, klar. Rechter Arm. Shadow, darf man schon Wetten machen, wie lang das LP geht. oh Gott. Ja, ich habe nur den rechten Arm. Das heißt, ich habe den rechten Arm zweimal. Das ist, ja. Auf Exodia spielen muss da ja extrem schwer sein. Schmeiß einfach mal alles weg. Naja. Ich sehe da kein Problem drinne. Der Fab-Arm der Exodia. Exodia hat zwei rechte Hände. Who cares? So viel zum Thema, ich habe zwei linke Hände. Ich habe zwei rechte Hände. Das kann nur so lang werden wie Gronks Minecraft-LP. Ja, yeah. Doch, das habe ich mir auch schon überlegt. Das kann auch passieren. Folge 999,9999. Sogen get all the bitches. Yeah, I play Sogen and get all the bitches. Wenn das jetzt ein... Ich könnte präventiv vorgehen, aber ich spiele erst mal Yami. Wenn das jetzt nämlich sein... Ja, dein fucking Millennium-Shit. Du kleiner Kackhaufen, ne? Zwei rechte Hände, like a Bus. Like a Bus. So, babum, Raigeki, fick dich. Hä, hey, der Kopf der Exodia hat einen Effekt? Ja, der Kopf der Exodia ist ein Effektmonster. Irgendwo das kommt... Das ist halt der Effekt, dass man da gewinnt. Ja. Na. Sogen! Ich krieg Sogen. Und ich ruf gleich wieder an. Na, oh, Digga! Uncool, nicht gut. Nee. Pef. Hi.
Online-Game hat Probleme mit dem Stream? Ja. Kann ich dir leider nicht großartig helfen, Mann. So. Hey, du hast Sorgen bekommen. Ja, Sorgen. I play Sorgen and get all the bitches. I have Sorgen and have all the bitches. Oh nee, das ist nicht schon. Das ist doch garantiert wieder sein Kack, ne? Ich greife einfach an. Nein! Oh mein Gott, es ist nicht sein scheiß Schild. Fakt ist ja, ich könnte mir ja schon gute Ausrüstungskarten holen, wenn ich wenigstens eine zweite Memory Card habe, aber ich habe keine. Wetten wir, du gehst noch so weit und holst dir eine irgendwann. Für das eine Projekt, da denke ich mir auch wieder so. Spätestens wenn du noch 5 Stunden grindest und nicht mehr kommst, dann sagst du dir irgendwann. Fuck this. Nee. Witzigerweise, ich habe ja von irgendwo Fanpost bekommen. Ich muss da demnächst mal hin und mal gucken, aber ich habe keine Ahnung, was. Schickt Shadow Memory Cards. Vor allem habe ich jetzt 10.000 Memory Cards halt bei mir zu Hause rumliegen. Super. Ja, passt doch. Nico Girl, nicht mehr. Nico Girl. Shadow Ritter ist eigentlich auch irgendwie cool. Was? Schädelritter ist auch irgendwie ein bisschen cool. Ja, deswegen habe ich ihn ja. Tiefseehai! Fisch! Hast du bekommen, oder was? Boah, jetzt der nächste Sieg ist mein 200. gegen ihn. Oh, da muss doch ein Meteor-B-Drache kommen. Ja. Ein Special. 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 Sorry, das ist mein Dialekt. Das ist mein Dialekt. Das ist ja ganz okay. Komm, ich nix. Ich hab doch andauernd was gesagt, Heat. Memory Card. PS1 Memory Card brauchen Max. Hab immer was gesagt, dass die mir Schrott gegangen ist, leider. Bitte, ich kann nicht mehr drauf speichern. Das funktioniert natürlich dementsprechend nicht. Sogen. Weil man muss ja, glaube ich, speichern und rausgehen, damit das funktioniert und alles, und das funktioniert nicht. Jetzt wird getarnt, getrickst und gesogen. Könnte ich nur tun zum Meteor B als was? Was für ein kranker Anime ist das? Oh, komm schon, Millennium-Schild bei unserem 200. Jubiläum. Immerhin. Nee, ich komme aus Süddeutschland, aber ganz im Süden, Bodensee. Ganz derber Süden. Ganz, ganz derber Süden. Und ich bin Stuttgart-Fan, was sich eigentlich nicht lohnt. Ja, ich krieg seinen Scheiß eh nicht kaputt, also von da. Moment mal. Ach nee, du hast einen schlechten Nachteil, da war ja was. Ja, warte, ich mach mal eben den Brief fertig. Ja, ich bin so ein Idiot, was hab ich denn jetzt? Mann, oh. Mann. Ich hasse mein Leben. Man sollte meinen, Shadow kennt mittlerweile jede Karte dieses gottverdammten Spiels auswendig. Ich kenne jede Karte von diesem Typen hier auswendig. Nein, Rexora, du hast nicht verpasst. Du hast überhaupt nichts verpasst. Das ist ja das Schlimme. Du hast absolut nichts verpasst. Moment mal, hast du gerade dein... Ja, ich weiß. Was kommt davon, wenn man den Chat noch nebenbei komplett lesen will? Überhaupt nichts. Ich habe nichts bekommen, was auch nur halbwegs nennenswert wäre. Das Nennenswerte war, dass ich kurz essen war. Das absolut Nennenswerteste war, dass ich einmal Sorgen bekommen habe. Sogen. Ich wollte ihm eine Chance lassen, kann man das so gelten lassen? Ja. Ich kann ja mal ganz kurz nebenbei erzählen, was heute bei der, also der momentane Stand der Wohnung. Cool, weißer Delfin.
Ja, jetzt sind fast alle alten Tapeten aus der Wohnung ab. Meine Großeltern hatten natürlich die Macke, nicht sämtliche Tapeten vorher zu entfernen, sondern sie haben immer wieder neu drauf tapeziert. Das heißt, in einem Raum hat man gerne mal 5 Schichten Tapete. Das Problem wurde nun gelöst, glücklicherweise. Und jetzt muss ich nebenbei Tapete von der Decke abreißen. Das ist auch nochmal unheimlich nervig, weil das Ding furztrocken ist und unheimlich nervig ist. Und mein Vater ist ja glücklicherweise Elektriker, wo ich auch höllisch dankbar drüber bin. Und der macht momentan die Steckdosen und alles fertig, also der ist da voll gut bei. Und dann Laminat ist bestellt, Küche ist bestellt. Das trifft jetzt auch alles so nach und nach ein. Und sobald das Laminat verlegt ist und tapeziert wurde, dann werde ich mein Portemonnaie massakrieren müssen und sagen müssen, so hier, jetzt muss ich mich einrichten, weil das Witzige ist, viele Sachen, die ich jetzt momentan habe, sind Schund. Derber Schund. Wirklich, ich habe hier einen Eckschreibtisch, wo ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich etwas zu mehr Gewicht drauf packe, dann stürzt das Ding ein. Ich habe einen Kleiderschrank, der sich bald selbst aufisst. Muka Muka. Mein Bett ist mir zu doof, beziehungsweise ich möchte ein größeres. Schlicht und ergreifend, weil ist so, ihr kennt die Gründe. Die Männer unter uns kennen die Gründe. Oh ja. Und ich brauche noch so viel im Grunde für die Wohnung. Man glaubt das gar nicht. Einweihungspartei. Partei. Ich mache heute Partei. Machst du heute Partei? Nein, ich mache heute nicht Party. Ich mache doch heute Party, vielleicht. Kommt drauf an, ob du noch was Gescheites bekommst. Sogen. Ein Fleischsalat auf ihn, Leute. Ach, Sergeant Fleischsalat. Ach so. Ich wusste gar nicht, was der damit will. Aber ein Sergeant Fleischsalat, Alter. Oh nö. Ohne Scheiß, Sergeant Fleischsalat ist so hype mittlerweile bei mir im Chat. Andauernd liest man Sergeant Fleischsalat ist so hype. Er selber ist so derber Hype, er weiß es nur noch nicht. Wambo. Ich Wambo, du Wambo, SES Millennium Schild. Keine Ahnung, wie viele Sternschiffe ich momentan habe. Viele. Viele. Obwohl. Was? Mein Dönerdrache. Du Penner. Nein. Du blöde Frau. Frau? Ja, wird von einer Frau kaputt gemacht. Oh. Ja, vielleicht ist er so doof und killt sich jetzt gleich selber. Bumm. Er muss nur... Ja doch, er könnte sich selber killen. Ich sogen, du sogen. Er sie es sogen. Sogen, gesogen, sogen, Loki. Die Lehre des Sogen. Wir nehmen einfach die schlechten Karten und schieben sie woanders hin. Genau das. Der Riesentyp sogte mir die Seele auf. Wir nehmen deinen Sogen und schieben ihn woanders hin. Oh Mann. Oh Gott. You know you have to die if sogen. Wenigstens macht der Chat ein bisschen Stimmung. Ja, das braucht man auch, wenn man die ganze Zeit nichts bekommt, im Grunde. Brachiosaurus. Cool. Nicht. Den hattest du auch vor kurzem noch in deinem Deck. Ah, bis vor kurzem. Das war, ja, das war der mit den 2-2. Aber der bringt mir halt nichts. Ich muss beim nächsten definitiv Dings reinnehmen. Den dritten Meteordrachen, weil gut und so. Ja. Immerhin hast du dann noch ein bisschen höhere Chance auf einen Meteor-B-Drachen. Ja, wenn ich... Ja, okay. Rotauge ist nur selten, aber ich gehe wahrscheinlich jetzt später nochmal Joey mobben. Weil Joey! Weil witzigerweise, Joey war nur halb so nervtötend. Sogenkind.
Ist das die große Krabbe? Nein, hier ist Sog. Ja, oh, ich bin überlegen, ob ich mir Drachenschatz hole. Ich glaube, ich hole mir eher, wenn denn, nochmal ein zweites Schloss des Lichts. Da wäre eigentlich Drachenschatz, du spielst hauptsächlich auf Drachen. Nicht unbedingt. Obwohl, unbedingt. Drachenschatz kannst du halt auch noch bei deinem, wie heißen die? Schwertritter oder wie? Nein, wie heißt die? Schloss des Lichts kann ich auf alles setzen. Auf alles? Alles. Wie viel kostet das? Genauso viel wie Drachenschatz. Na gut, dann. Sogen Cat is a project. Ist wenn das schon so weitergeht, gibt es bald eine Sogen-Fanpage. Oh mein Gott! Nein, bitte! Ich hab Sogen bekommen! Bitte keine Sogen-Fanpage! Oh nein! Oh nee, bitte nicht noch mehr Sogen! Ohne Scheiß, Sogen ist mittlerweile... Oh nee. Sogen ist mittlerweile in diesem Let's Play so ein Running Gag geworden. I play Sogen and get all the bitches. Das ist irgendwie das Running Gag Let's Play. Gravas, Sogen. Wobei Sogen mittlerweile schlimmer ist als Gravas, muss ich sagen. Gravas war halt am Anfang. Mhm. Und jetzt ist Sogen. Meteor B Sogen. Was? Nur so? Du kannst von Jono 2 auch Meteor B Drache Sogen bekommen. Wir mal so. Sogen wir mal so. Das klingt wie irgend so ein Dialekt irgendwie so. Ja, sogen wir mal so. So in etwa. Nein, Shadow Wolf, wir haben nichts bekommen. Außer Sogen natürlich. I don't get Sogen. Weil Sogen appears. Oh, bitte funktioniert. Yes. A wild Sogen appears. Ich meine, in Pokémon kämpft man auf Wiesen, also von daher. Sogen. Ja, Chaos Nickel, genau, stimmt. Dieser Donner-Typ, mit dem du immer deinen Donnerdrachen, doppelköpfigen Donnerdrachen, fusionierst, der hat einen richtig krassen Effekt. Wenn der im normalen Spiel gespielt wird, kriegst du, ich glaube, 3000 Lebenspunkte. Und wenn der zerstört wird, verlierst du 5000 Lebenspunkte. Ja, das ist so krank. Irgendwie so, das ist so heftig. Mhm. So, ich habe jetzt 3 Meteordrachen im Deck. Offscreen gehe ich nachher Joey mobben. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich jetzt irgendwie gleich nochmal irgendwann die Chance habe, wenigstens, ja, etwas. Schloss des Sogens. Boah, das wäre bestimmt OP. Oh ja. Das ist der Dialekt des Schweizer Typen aus der Mediamarktwerbung. Kenn ich gar nicht. Weißer Drache mit Sogenblick. Ach, das ist so dumm, ey. Ich glaube, jemand hat gerade... Warte mal, ich muss das selber nachgucken, ob es jetzt ohne Witz jetzt eine Sogen-Fanpage gibt. Oh, nee, ey. Sogen. Sogen, Sogen, Sogen. Es gibt ein paar Seiten, wo Sogen heißen, aber ich weiß nicht, ob es die sind. Glaube ich nicht dann. Aktuelle Aktivitäten, Sogen ist Facebook beigetreten, oh je. Oh nein! Oh, schick mal. Also BCW, mach mal so, schreib einmal was in Chat, ich gebe dir OP-Recht und dann kannst du es posten, okay? So muss ich nicht durch meinen Skype flitzen. LV Max, bist du? Ja. Okay, warte. Okay, bist jetzt OP. Also erstmal hier die Gravas Fanpage. Ja. LOL? Achso. Achso, nee, ein anderer wollte das posten und ja, da hat Nightbot reagiert, sorry. Und dann die Sogen Fanpage. Boah, ich weiß nicht, ob es die ist. Ich nehme mal die, wo du geschickt hast, Greedo. Ich hoffe, das ist das. Ich schätze mal, es wird sein. Sogen. Nein, das ist es nicht. Nee? Nee. Das ist irgendwas Französisches mit 800 Likes. Ich glaube, es gibt noch keine Sogen-Fanpage, aber wenn wir es so sagen, macht es eh gleich irgendjemand. Schwarzer Drache mit eiskaltem Sogen. Schwarzer Sogen plus weißer Drache mit eiskaltem Blick und sterblicher Sogen. Gott, schöne Karte wäre das.
Ja, okay, dann ist das nicht die Sogen-Seite, die du meintest, dann ist es eine andere. Wahrscheinlich ist Sogen, irgendwie ein französisch perverses Wort irgendwie. Aber hier, das ist auf jeden Fall die Gravas Fanpage. Ja, die solltet ihr definitiv mal liken, das ist cool. Ihr müsst die liken. Bis zum Ende des LPs muss die 100 Likes haben. Das wird nicht passieren. Sie hat 68. Ja, aber das kann ich. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ah, das wäre geil. Natürlich wäre es geil. Das möchte ich ja nicht anzweifeln, dass es nicht geil wäre. Aber trotzdem. Ich stream, ja, ich stream, ich muss ja mal wieder ein bisschen weiterkommen hier. Gravas hat 69 Likes. 69. Und 10 sprechen darüber. Leute sprechen über Gravas. Der heißt ja eigentlich gar nicht Gravas. Ja, Gravas, ich weiß, aber es das hat sich bei mir eingebürgert, ich nenne ihn trotzdem Gravas. Warten wir bis morgen, mal sehen, ob dann die Sogen-Fanpage da ist. Oh Gott. Irgendwelche gestört machen das bestimmt. Wenn nicht, mache ich selber. Das wäre dann mein erstes LP, wo tatsächlich Leute so durchgeknallt sind und dann zwei Fanpages für gemacht haben. Aus irgendeinem Running Gag raus. Jetzt nur mal die Frage, was ist Sogen überhaupt? Sogen ist halt die Karte. Sogen ist halt eine Karte, es ist eigentlich nur Wiese. Aber die hier ist das. Aber er spielt die jedes Mal zu Anfang und dann, ja. Gravas hat 72 Likes. Ihr seid echt am Ausrasten, Leute, ich merke das schon. Oh, ich liebe so das genau Let's gesehen. So, sehr. So genau. Das ist so dumm, ey. Matoro, wer hat eine Sogen-Fanpage erstellt? Are you fucking serious? Warte mal, der hat. Heat hat einen Push geschickt. Kannst du da mal drauf gehen? Ich kann das jetzt gerade nämlich nicht. Ja, mach ich. Wie geil. Da ist so ein Meme-Typ und da steht so Sogen. Schick mir das mal bitte in Skype. Ich möchte mir das nachher auch mal angucken, weil ich glaube, im Chat geht's mir nachher verloren. Ich hab's dir gerade geschickt. Hakuna Matata. Das heißt, Sogen bleibt dir immer fern. Shit. Shadow, ich hab einen Vorschlag für dich. Wenn die Gravas Fanpage 100 Likes erreicht bis zum Ende des LPs, musst du Strapsen anziehen. Hey, Weok hat sich auch nicht dran gehalten, also würde ich mich da auch nicht dran halten. Er hat die Dinger seiner Katze angezogen, ich meine, bitte. Ach ja. Red Fist Flag, was sollen wir denn machen? Wenn das Spiel so langweilig ist, müssen wir es doch irgendwie machen. Ja, irgendwas muss ich doch machen. Ich will doch auch. Red, oh Gott, ich hasse diese Karte. Die ist so schlimm. Jetzt hat irgendjemand an die Gravas Fanpage geschrieben: Sogenherz. Wheel of Sogen. Boah, ohne Scheiß. Eines Tages, ne, wenn ich die Möglichkeit hätte, irgendwie T-Shirts zu verkaufen oder so, ne? Sogen. Wenn ich tatsächlich so ein Dings. Ich nehme mir dieses Bild von Sogen, mach's auf ein T-Shirt und dann als Untertitel. Und Gravas drauf. Ja, oder Gravas. Oder ich mach zwei mit dem Kartenbild jeweils auf der Brust, nennen so: Gravas gets all the bitches. Oder Sogen get all the bitches. Oh Gott, ich finde das geil. Ich auch, ich feiere das gerade ziemlich. My little Sogen. Sogen Fanpage hat 7 Likes. Warte mal, ich muss da jetzt suchen. Sogen. Ah. Das gibt's halt tatsächlich. Das ist ohne Scheiß. Ein Sogen T-Shirt? Nein, Sogen Fanpage. Wow. Das ist aber nicht unsere, oder? Das oder ist das. Das mit dem Bild drauf. Oh Mann.
Also Leute, ne, ihr seid ja echt manchmal merkwürdig, ne? Team Wiese heißt ab sofort Team Sogen. Oh Gott. Boah Leute, ihr spinnt doch. Ich will Gravas durch Sogen laufen sehen. Ja, ihr Künstler, da habt ihr Ideen für euer Fanart. Ihr werten Künstler, habt ihr schon immer mal einen Kreativ gehabt? Zeichnet Gravas, wie er durch eine Wiese trollt. Sogen hat 14 Likes. Das kann nicht wahr sein. Ey, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Oh Gott, ich liebe es so gerade. Gravas hat 73. Wow, ihr habt sie definitiv nicht mehr alle. Oh Mann. Ach Gottchen. Ach, ist das geil. Ihr habt sie definitiv nicht mehr alle. Kann ich nicht mehrmals liken. Ich fürchte nicht. Ich fürchte leider nicht. Ihr hättet mich nicht auf die Idee mit der Fanpage bringen sollen. Sogen 15 Likes. Wow. Ach ja. Ultimatives Sogen. Sorry, aber ich kann auch nichts dafür, dass das zu einem Running Gag geworden ist. Warum habe ich das gemacht, ich Idiot? Oh. Der rechte Fab-Arm von Exodia. Das war da dumm von mir. Oh Gott, Alter, der Stream ist Hammer. Sowas passiert hier oft. Chesogen. Chesogen? Ihr habt sie manchmal nicht alle. Sehen wir aus wie ein normales Publikum? Nee, hab ich nie von euch erwartet. Ich hab noch nie von euch was erwartet, außer irgendwas. Weiß auch nicht mehr. Worauf ich auch mal wieder voll Bock hätte, was ich glaube ich auch mal demnächst streamen werde, ist hier Need for Speed Most Wanted. Weiß nicht warum, ich hab da voll Bock drauf. Ein bisschen Skötendödeln. Bisschen Skötendödeln. 208 mal getötet, den Typen. Ist überhaupt nicht Gravas. Langweilig. Neuer Stand, Gravas 74. Sogen. Ich schätze mal, die meisten hier können schon gar nicht mehr liken. Sogen 17. Oh Gott, ich liebe das. Ach ja. Der Beauftragte der Sogen. Sogen der Himmelswache. Super. Gaia Ritter des Sogens, der geflügelte Drache des Sogen. Need for Sogen, Most Wanted. Need for Speed, Most Sogen. Oh Leute, das tut mir leid. Dass da so ein scheiß Running Gag draus geworden ist. Ist doch geil, ich lieb das. Gravas und Sogen. Gravas und Sogen. Skötendödel. Skötendödel. So zu sagen. Sogen stole my bike. Ich liebe meinen Job. Oh Mann. Der Moment, wo einem schon einfach nur... Mach dir keine Sorgen, Shadow, das wird schon wieder. Second Sorgen! Oh Mann. Ich krieg aber... Aber ihr merkt, ich krieg auch absolut nix, ne? Also... Also im Grunde machen wir jetzt hier 2 Stunden, ich habe nichts bekommen, also es ist krank. Oh mein Gott. Ich glaube demnächst, ich lade ein Video hoch, wo ich einfach zwei Stunden lang Sogen in Endlosschleife, weißt du? Das ist also quasi das Video hier, Sogen in Endschleife. Ja. Und dann gibt es wahrscheinlich noch einen gestörten,
der irgendwie jedes eine Collab draus gemacht hat, wo ich jedes Mal Sogen gesagt habe. Und dann geht das so, Sogen, 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 Sogen. Und es ist eine total dumme Collab dann am Ende. Das war dumm, glaube ich. Oder auch nicht. Oh Mann. Alter, nee. Oh Gott. Das kann doch nicht wahr sein, ey. To the power of Sogen. Ah, ich find sowas wie mach dir keine Sogen, Shadow. Den wir immer noch am geilsten. Oh Mann. League of Sogen. Okay, das sollte funktionieren. Jo. Oh, geht genau auf. Sonic sollte Sogen heißen. Gotta go fast. Feuerdrache der Finsternis. Nope. Sogen the Hedgehog. Warum eigentlich nicht? Ich meine, es gibt so verfickt viele Sonic-Fan-Charaktere. Warum auch nicht Sogen the Hedgehog? Warte, ich rufe gleich wieder an. Jo. Oh, das ist nervig. Das ist nervig, jedes Mal wieder das neu rein und so. Das war. Sorry, es ist aber ab und zu. Aber jetzt geht's wieder für 20 Minuten. Link to the Sogen. Wieso stell mir gerade so einen Link vor, der einfach auf einer Wiese steht und sagt, wie bin ich hierher gekommen? Fick Sogen. Ich hoffe ja, dass irgendein Zeichner jetzt schon an Gravas dran ist, wie er Sogen macht. Ich hoffe es. Ich bitte nie drum. Ich geb nur Anstöße. Das wäre der Hammer. Ich geb nur Anstöße. Ich bitte ungern Leute um sowas, bin ich ganz ehrlich. Okay, dann bitte ich euch. Shadow, du hast es herausgefordert. Ich mache einen Fanschara mit dem Namen Sogen the Hedgehog für dich. Oh nein. Oh, Millennium. Mm. Sogen Goku. Gravas ist göttlich. Neue Karte, Gravas, Typ Wiese, Eigenschaft Gottheit, Effekt, dein Gegner zieht eine Karte, dein Gegner muss diese Karte zeigen, falls diese Karten sollen, und sie selber essen. Dein Gegner muss diese Karte vorzeigen und sie selber essen. Gerade vorhin habe ich irgendwo die Frage gelesen, kommt noch Death Pro? Nee, heute nicht. Nee. Absolut nee. Mal gucken, vielleicht, weil das sind jetzt gleich zwei Folgen, die ich hier hätte, im Grunde. Mhm. Zwei Stunden Folgen. Und dass ich das denn so machen würde, dass ich dann schlicht und ergreifend kurz Pause mache, mir vielleicht was zu essen reinschiebe und weil ich habe Hunger. Und Sogen machen. Ja, ich mach Sogen. Und dass ich dann in die Konfi rübergehe und dann mal gucken. Vielleicht, ich hätte echt Bock auf Need for Speed Most Wanted. Vielleicht, dass ich das einfach mal ein bisschen streame. Ohne wirkliche, Dings. Oder ich zock alleine, ist auch eine Möglichkeit. Ich verliere gerade so die Kontrolle über meinen Verstand irgendwie. Ich weiß auch nicht, das ist eigenartig. Ich verliere einfach zu viel Sogen geraucht. Ich habe zu viel Sogen geraucht. Das ist auch nicht mehr Smoke Weed every day, sondern Smoke Sogen every day. Das mit Gravas beschert mir nun Albträume. Oh Gott. Und ich dachte, Lollipop hier hat Dings. Oh, Lollipop hier, so ein Bullshit. Oh Gott. Ja, so. Yu-Gi-Oh! Forbidden Running Gag. Ohne Scheiß, das ist. Wow. Dass das so ein Running Gag draus geworden ist, hätte ich nicht gedacht. Shadow männlich, Gravas männlicher, Sogen am männlichsten. Sogen am männlichsten. Das heißt, Sogen ist männlicher als ich. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Dass eine Wiese mächtiger ist als ich. Es gibt für dich Most Wanted 2. Sorry, aber ich kenne nur Most Wanted.
Für mich gibt's nur ein Most Wanted. Dieses Remake da, was rausgekommen ist. Schulter. Geht's mir den Rücken runter. Krieg ich Fußpilz bei. Nee, bumm. Ach ja. Ich hab die jetzt eigentlich nur mal gemacht, weil, ja... Ihr wollt ja auch mal wieder stuffen. Nur Problem ist, ihr seht, es passiert nichts. Ich krieg nichts. Ich krieg Muka Muka. Wenn du wenigstens sowas wie Gravas oder Sogen bekommen würdest. Ja, immerhin Gravas. Weißt du, ich hätte da wenigstens Gravas und könnte sagen, hier, ich hab Gravas. Und dann können alle sagen, es ist aber Gravas. Und ich sag, nö, es ist Gravas. Fick dich. Your argument is invalid. Du bist nicht Gragas genug, sorry. Gragas? Nee, das ist der falsche. Gragas, wow, geht gar nicht. Der Typ macht erstmal voll die fette Triple Fusion. What the fuck? Gott sprach, es werde so. Gott sprach, es werde so. Boah, oh, jetzt könnte ich den Typen auch locker decktot gehen lassen. Aber nö. Nee, mit dieser Decktot-Kacke habe ich die Schnauze voll. Das bringt mir eh nichts. Bin ich ganz ehrlich, das bringt doch eh nichts. Das haben wir doch ausprobiert. Das soll ja was bringen, aber irgendwie mir bringt's nie was. Sogen gets all the bitches. Wieso sehe ich das kommen, dass ich bald einen Kanalbanner habe, der aus einer Wiese besteht? Kann ich dir gern machen, wenn du das verlangst? Nein, bitte nicht! Oh, eine brennende Wiese. Ich bin gerade so... Ich muss mich gerade so zurückhalten, nicht Photoshop zu öffnen. Auch nicht schlecht, Sogen Destinies. Pokémon Sogen und Pokémon Gravas, neu im Handel. Neu von Mattel. Definitely not product placement. Darf ich nochmal meinen Kanal reinposten? Ja, tu das. Darfst du gerne. Dankeschön. Warst ja schließlich auch jetzt, hast mich hier 2 Stunden lang begleitet. Durch. Ja, gut. Durch schlimmstes Sogen im Grunde. Durch schlimmste Sogenwortwitze. Ja. Ich war immer dabei. Sogenball Z. Das kann ich nicht. Sogenball Z. Ja, habt sie alle nicht alle. musst du los, oder wie? Was, ich? Weil du meintest so, das kam so rüber gerade. Das war so nach dem Motto, ich muss dringend los, meine Katze brennt oder sowas. Dein Stream ist wichtiger. Meine Katze brennt! Ach, Sogen ist wichtiger. Sogen. Lauf eine Runde auf Sogen, das wird schon wieder. Oh Gott, der Chat rastet sowas von mit Sogen aus. Sogen auf Darkness. Wenn du die Folge, wenn sie auf YouTube kommt, nicht irgendwas mit Sogen nennst. Ey, ich glaube, ich schreibe nur Sogen rein. Einfach Sogen. Oh, fuck it. Hier, friss rein, Geki. Ein Stream ohne Sogen. Programmier jetzt das Spiel Sogen. Oh, komm schon. Can't be serious. Ja gut, dann kommt bald Let's Play Sogen auf seinen Kanal. Let's Play Sogen. Oh Gott. Seit einer Stunde reden wir jetzt einfach nur über Sogen. So much Sogen. Uiuiui, ist jetzt aber auch hier das letzte Duell. Das wird vernachlässigt. Oh Mann. Too much Sogen. Rise is so much in Sergeant Sogensalat. Mammutfriedhof, okay. Sogensimulator. Also ihr seht, es hat mir definitiv nichts gebracht. Wobei ich mache als Abschluss, geh nochmal jobben. Als Abschluss geh nochmal so, Sogenmobben, ja. kannst du mal sehen, wie sehr sich dieser Scheiß in meinen Kopf reingedönert hat? Das ist unglaublich. Es hat sich in meinen Kopf reingesogen.
Also ich hocke mich heute Abend auf jeden Fall mal hin und mache irgendwas im Thema Sogen und Gravers in Photoshop. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ihr spinnt doch alle. In einem guten Sinne. Super, jetzt habe ich natürlich meinen Meteordrachen verballert. Naja. Let's play Yu-Gi-Oh! Forbidden Sogen. Sogen Memories. Sogen. Oh Mann. Daran merke ich, dass mein Job mir noch Spaß macht. Das ist der Hammer. Bild speichern unter. Es sind Momente wie Sogen, die mir das Leben süß machen. Auf jeden Fall. Gar was PNG. Also wenn wir jetzt gleich den Punkt erreicht haben, wo wir Let's Player mit Sogen benennen, dann hätte ich einen Vorschlag, Looks Like Sogen. Oder Sogen Shumaru. Ach ja. Was wäre, wenn man Gronkh zu Sogen macht? Wäre das dann einfach Zonk? Zonk. Zonk. German Let's Zonk. German Let's Sogen? German Let's Sogen. Pott der Trickser, was? Pott der Trickser, ah nee. Ist nichts. Ich geh nochmal mobben, komm. Folge wird ein klein bisschen länger. Ja, okay. Länger, 2 Stunden. Ja, es ist. Das sind 2. Ob nur 1 Stunde und 5 Minuten oder 1 Stunde und 1 Stunde. Ich will mal kurz was gucken. Das wäre so geil, wenn das geht. So, Shumaru. Entweder ich mach's nur ein oder ich mach's ein bisschen komplizierter. Öffnen. Sogen. Und da ziehe ich jetzt Gravers rein und probiere Gravers auszuschneiden. Jo, Gravers ist invalid. Oh, bitte geht das. Ah, magischer Radiergummi. Na, mehr oder weniger geht's. Also, ich schicke dir heute Abend irgendwann noch ein Sogenbild mit Gravers drauf. Oh, ich werde also heute Abend noch mit Sogen zugeworfen. Das heißt, man schmeißt mir Gras an den Kopf. Ja, passt doch. Mhm. Hallo, andere bezahlen dafür Geld. Andere rauchen sowas. Ja, um es zu rauchen, bezahlen sie dafür Geld. Bäh. Oh, ich lieb's. Ich finde das so hammer gerade. Ja, ich auch. Sogen Taruka, auch nicht schlecht. Oh. Das Geile ist, der Joey ist ja sogar im Grunde noch schwächer als der Wiesentypi. Also von daher. Ist jetzt auch keine große Sache. Menschenfressen sind yay. Kann jemand eine Fanpage erstellen, Gravers auf Sogen oder irgendwie sowas? Ich glaube nicht, dass das auch noch. Gravers hat keine Sogen. Mach doch einfach Gravers und Sogen. Na, das wäre ein bisschen einfallslos. Finde ich nicht. Ja, Grasogen. Sowas. Sowas. Ich glaube, das heißt, diese Folge heißt definitiv nicht Kartensammel-Memories, sondern Sogen-Memories. Irgendwie sowas. Ultrasogen. Omega-Sogen. Ach, bam, bam, bam. Nerv. Ich gebe zu, es ist nicht einfach, aber ich krieg das hin, das auszuschneiden. Oder ich bin asozial und mache heute streammäßig ein bisschen früher Schluss, damit ich mal wieder was für mich zocken kann. Das wäre eigentlich auch mal was. Das könnte ich voll gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube, ich mache das doch lieber so. Mache ich lieber jetzt irgendwie noch 1-2 Matches und dann chill ich mich heute zurück. Weil ihr wisst, was das heißt. Noch Sogen-Shot-LP, ohne Scheiß. Leute, jetzt haut noch 2 Duelle lang so viele schlechte Sogen-Wortwitze raus, wie es geht. Und dann ist gut für heute. Genug Sogen. Och, ich komm damit klar. Ich find's witzig. Sogen-Shot-LP. Weil, wie gesagt, ich würde eigentlich auch gern wirklich halt noch Need for Speed heute streamen, aber ich glaube, das machen wir dann andermal. Einfach, damit ich heute mal wieder auch ein bisschen Ruhe habe.
Ein Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Oh Gott. Oh Mann. Ja, ich feiere das gerade so sehr. Ja. Von Intersogen? Was? Oh Mann. Menschheit hat vollkommen den Verstand verloren. Sie glauben alle, sie leben auf Sogen. Wir sind die alle ohne Sorgen. Wir sind alle eins im ewigen Kreis des Sogens. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich mich am Ende des Tages dafür belohnen oder bestrafen soll. Ich bin mir so ein bisschen unsicher. Belohnen. Oh Mann. Es ist nicht sonderlich einfach, aber ich schneide gerade was in Sogen aus. Ich versuche noch während dem Stream fertig zu werden, dann schicke ich es nämlich noch rein, als Push oder so. Als Push? Als Push. Push. Als Pushlappen? Pushlappen. Das Gute ist, Rotauge kriegst du, glaube ich, wie ich finde, wesentlich schneller. Als zum Beispiel ein Meteor-B-Drachen. Na, würde ich nicht sagen. Du hast nämlich das doch nur zwei Rotaugen. Ich habe einen Rotaugen, aber habe auch nur ein Drittel so viel wie gegen den Typen gebraucht, also... Stimmt. Von daher, Machst du denn heute Abend noch ein bisschen offscreen, oder? Nee, ich mache heute nichts offscreen. Heute nicht mehr, nö. Ich mach jetzt hier noch ein klein bisschen länger. Macht sowieso keinen Unterschied, genug wirklich. Genug gesaugt. Ja, genug gesaugt. Anstatt gezockt, genug gesaugt. Und dann einfach nachher... einfach nachher mal ein bisschen was... Mal wieder, ja. Ein bisschen Real Life. Rotsogen kriegst du schneller? Ja, ich krieg Rotsogen schneller. Bin ich mir ziemlich sogen. Oh je, auch die YouTube-Kommentare lese ich jetzt schon. Gott, die Kommentare, ey. Das wird witzig. Ich sag das jetzt gern nochmal, jetzt wo wir gerade so eine Sogenstimmung haben. So eine Sogenstimmung. Wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt, ich habe sämtliche Links, wie ihr das machen könnt, findet ihr unten unter dem Stream. Folgt mir auf Twitter, wenn ihr irgendwie über Sachen informiert bleiben wollt oder wenn ihr das Neueste über Sogen wissen wollt. Weil wirklich, sobald mir irgendwer irgendwie Fanarts oder irgendwas in der Art schickt, ich twitter das und verlinke das so gut ich kann, weil das ist geil. Liked mich auf Facebook, das hilft mir auch schon, oder folgt mir einfach auf YouTube. Es sind solche Sachen, die mir einfach helfen. Like die Grabas-Fanpage, like die Chris Sogen-Fanpage. Ja, das hilft auch. Uns allen weiter. Das hilft uns allen. Was ist wächtende Geheimnisse? Ach, so ein Penner, so ein Pedo mit dem Arm. Ach. Alle, wo nachher das Bild haben wollen von Grabas auf Sogen, die sollen mich mal eben in Skype adden. Ich meine, ich glaube so. Ich meine, man hat Metal Gear Solid auch noch nicht ernst genommen. Es ging ja immer um die Legende der, die Prophezeiung, Professor's Legacy. Prophezeiung des Sogen, Bitches. So, boah, nee. Nee, ich hab noch nichts Gutes gesogen, sorry. What? Oh Gott, das wird so ein Insider. Die nächsten Streams werden so schlimm. Ich glaube auch. Ich schreibe mir in der Schule, wenn mir langweilig ist, mal ein paar Sogensprüche. All your Sogen are belong to us. Ach nö. Ach du Schande. Oh je. Ich habe definitiv kein Leben. Warum? Ich habe zu viel Sogen, das ist das Problem. Sogen. Man kann nie zu viel Sogen haben. Jetzt hat mich wirklich einer angepackt. Nur mal so deine Skype-ID in Streams freizugeben, das würde ich persönlich nicht machen. Oh
sollen sie mich adden. Ich kann also, ja wieder ich kann sie ja blockieren. Ja, wie du meinst, also das ist deine Seite. Ich gebe meine ID eigentlich gar nicht so freizügig raus. Mich wundert es überhaupt, dass ich dich adden durfte. Aber ja, sag mal so. Sonst hätte ich vollen Sogen haben nicht. Sag mal so, ja, so, so. Oh, ein Feuerball! Feuerball? Feuerball. Feuerball. Oh, komm schon, Leute. Also, eigentlich ist das nur ein Stundenpart, aber ich hänge 15 Minuten dran. Das heißt, 5 Minuten haben wir noch. Das sind nochmal 15 Minuten Sogen-Bonus. Und der Daniel, wo mich gerade angefragt hat, schreibt mir einfach mal Sogen. Das Schlimme ist, ich verliere auch langsam meine Stimme wegen dem ganzen Lachen. Das ist das Schlimme. Ach ja, aber wenigstens macht so ein Stream Spaß, obwohl die Duelle nicht so interessant. Ohne Scheiß. Nee, ich wurde also angeschrieben. Ich bin ganz ehrlich, das was hier passiert, ist absolut uninteressant. Zumindest, ich bin ganz ehrlich, ihr könnt das Bild ausmachen und nebenbei euch irgendwas anderes, ihr könnt euch Kunst angucken und nur hören und das reicht schon. Ihr könnt das Let's Play hier, diesen Bart als Hörbuch benutzen. Oh, das wäre eigentlich nicht mal so die schlechteste Idee. Ich glaube auch nicht. Oh, der ganze Chat rastet aus mit Sogen. Ist das geil. Der Chat explodiert mit Sogen. Ey, schon wieder haben mich zwei angefragt. Was ist denn hier los? Was denn? Ich hab's dir gesagt. Wie geil seid ihr denn? Ein Feuer-Sambi. Sogen. Alle schreiben mir nur Sogen. Es geht immer nur um Sogen. All belong to Sogen. Sogen around the world. Alter Schwede, das ist... Wow. Ist das heftig. Ach so. Ach, ihr wollt alle also nachher das Grab was Sogen, bitte? Ja. Ratchet und Sogen. Jack und Sogen. Das wären so die nächsten kommenden Projekte, nur mal so. Jack und Sogen kommt, ist definitiv geplant bei mir. Also nächsten Stream, wenn ich mal wieder dabei sein darf, dann heißt der Stream nicht irgendwie Kartengrinding oder so, sondern Stream Sogen. Ohne Sogen oder sowas. Ey, ohne Scheiß, wenn ich nochmal irgendwie so einen Stream hier mache, ich schreibe einfach nur oben in den Titel Sogen, mehr nicht. Und alle, wo dazukommen wollen sollen und wenn nicht, nicht. Weil es gibt bestimmt auch welche, die sagen sich die ganze Zeit so, jetzt hört doch auf mit dem Scheiß Sogen. Ja, ich glaube auch ein paar Leute sind schon abgehauen. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer habe ich gerade? Weißt du hast gerade 71, das höchste war 80. Ja, 9 Leute haben die Schnauze voll von Sogen. 9 Leute können den Sogen nicht ertragen. Schwarzer Rotaugendrache! Oh mein Gott! Ja. Oh mein Gott, Erfolg! Was? Erfolg! Knapp zwei... Die ganzen Sogen sind verflogen. Über 2 Stunden und ich krieg endlich, was ich brauche. Glückwunsch. Oh. Glückwunsch. Ah, piss dich, Vogel. So. Sogen. So, jetzt noch einen dritten und dann ist super. Dann ist super duper. Geil. Oh, yes. Oh mein Gott. Glückwunsch. Oh, der Sogen könnte nicht besser laufen. Alter. Wie geil. Oh, Leute. Das ist so gut. Ihr gebt mir die Kraft, das durchzusogen. Durchzuzocken, durchzusogen. Ist dasselbe. Ich überfahre Joey jetzt mit 2 Meteor-B-Drachen. Oh Mann. Boah, das wäre so Hammer, wenn du jetzt noch einen Rotaugen kriegst. Ja, weil dann habe ich potenzielle Möglichkeit auf 4 Meteor-B-Drachen. Wenn ich denn tatsächlich nochmal irgendwann Glück habe, kann ich dann noch ein paar andere rausnehmen. Das ist nochmal besser. Muka Muka. Ich habe ihn gerade mit 2 Meteor-B-Drachen überfahren und er gibt mir Muka Muka. Oh mein Gott, okay. Mal gucken, naja. wie viele Sternchips haben wir? Es dürften... 316. Wie viele brauchst du für Ding? 800. Ja, immerhin. Ein Sogen-Stream noch, dann passt das. Oh mein Gott. Too much Sogen. Wann hast du vor, das nächste Mal zu streamen? Ich weiß nicht. Mal gucken.
Also morgen nicht. Morgen kann ich auf. Morgen werde ich erstmal wieder aufnehmen. Weil ich brauche mal wieder Zeit zum Aufnehmen. Und dann muss ich mal gucken. Dienstag habe ich ein Bewerbungsgespräch. Ich muss mal gucken. Vielleicht dann als. Als so. Befreiung so. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall. Ich speichere nochmal, weil. Es ist wenigstens ein. Ein Erfolg, den wir heute zu verzeichnen haben. Gerade am Schluss. Gerade am Schluss das letzte Duell. Never so grander. Oh, Leute. Oh, shit. Gut, auf jeden Fall, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen und Skillshot RP, vielen Dank fürs dabei sein. Gerne, immer wieder gerne. War mal ganz geil, mal ein anderes Gesicht, eine andere Stimme dabei zu haben. Ich wünsche euch noch einen Sogentag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sogenabend noch, Leute. Sogenabend.